Hallo und herzlich willkommen zum 8. Part von meinem Watch Dogs Let's Play. Mir, Johnny, ist das gerade doch ein wenig laut. Was in der letzten Folge passiert ist, wir haben von Clara einen Anruf bekommen, dass sie unseren Verfolger gefunden haben. Ich bin hier schon mal so weit gefahren, bis zum Missionsziel. Wie beginnen wir doch jetzt mal? Akt 1, danke für den Tipp. Der Typ bedroht meine Familie und will mich treffen. Er wusste genau, wie er mich kriegt. Gut, ich schlucke den Köder. Da ist so ein CTOS-Teil. Also da oben war die Kamera. War da hier nicht noch eine Kamera? Mal gucken. Der ganz normal laufen. Okay, nein. Müssen wir gucken. Schaltkasten. Bisher habe ich aber noch keine Leute gesehen. Da ist eine Kamera. Können wir kurz mal gucken. Schaltkasten, da ist noch eine Kamera. Gut. Alles. Bei der anderen Kamera, oder? Dahin müssen wir. Ich glaube nicht, dass hier irgendwie welche Leute sind. Können wir einfach nach da oben laufen? Der Datenfluss teilt sich auf. Es gibt zwei CTOS-Kästen. Einer ist irgendwo da drüben. Und einer ist dort links. Ups. Das wollte ich nicht. Dort oben. Ich denke, vielleicht kommen wir mit der Kamera da oben hin. Da hacken wir uns nochmal, wenn man die über die Kameras hacken kann. Sprengen. Entriegeln. Ah, das war's schon einfach. Und da drüben ist die zweite. Hier springen wir mal hier runter. Da sieht man ihn. Ich denke nicht, dass wir einfach so hier reinkommen. Ach, da ist ein Lift. Können wir mal runterfahren lassen. Oder man kann auch einfach. Ich frag mich gerade. Okay. Da darf ich nicht lang. Warum auch immer. Ah, da oben ist die Kamera. Gut. Soll ich noch mal Runden fahren? Mit dieser Hebebühne. Ah, jetzt können wir springen. Passt schon. Ich glaube, hier wird noch ein Kampf stattfinden, dadurch, dass es hier so viele Sachen zum Sprengen gibt oder zum Verwirren. Da ist die Stromquelle. Ach, cool war das ja. Ach, ich muss als erstes Strom drauf geben. Dann kann ich das entriegeln. Und dann mach ich mal so. Und dann passt das. Nee. Ah, ich muss so machen. Gut. Wo ist meine Stromquelle? Ach, das ist die hier, oder was? Was muss ich denn freischalten? Ich muss das auch freischalten. Da muss ich von mehreren Punkten kommen. Ups. Einmal zu viel. Ich will hier gerade durchmachen. Und zur Seite. Und einmal nach unten. Was zur Hölle ist das? Bellwether. Interessant.
Ich wusste, du findest mich. Geheimnisse zogen dich immer an. Wie geht's dir, Aiden? Damien Brinks. Was zum Teufel hat er vor? Ich hoffe, du magst die Spielchen. Ich wollte sehen, ob du es noch drauf hast. Wir müssen reden. Und du solltest dich beeilen. Dein Einbruch hat einen Alarm ausgelöst. Das ist nicht, was ich für uns geplant hatte. Aber wir werden gleich gestört. Komm zu mir. Ich suche einen schönen Ort. Warum belästigt er meine Schwester? Wir hatten keinen Kontakt seit dem Merlot. Das zur Erinnerung war. Wir haben ein neues Ziel für alle Hitter da draußen. Da. Lasst alles stehen und liegen und erledigt das. Ein schönes Auto. Nein. Okay, wir sollen jetzt entweder alle eliminieren. Sagen, dass sie eliminieren liegt uns doch irgendwie besser. Wenn ich den da. Okay. Dann kommt der gleich. Komm, komm hoch. Gut. Okay, der hat auch einen Helm an. Das ist unfair. Okay, jetzt können wir auch die Waffe auspacken. Ach, das ist gar keiner. Ach, da ist einer. Lol, okay. Mach ich nicht. Ich wollte gerade sagen, mach ich nicht so gut, aber. Was bringt eigentlich diese Steuerung? Okay. Dann machen wir das jetzt halt auf die herkömmliche Art. Mit dem Gewehr, aber unten direkt auf der Minimap sieht man eine Menge Gegner. Vielleicht doch nicht so gut gewesen. Drücken wir die falschen Knöpfe. Ach, da ist der. Gut, komm. Eine Verstärkung kann sie abschminken. Wo war der? Alter. Ich muss sagen, das Gewehr hat sich bisher schon gelohnt. Oh, das war's, oder? Na gut, Damien. Reden wir. Also Damien war der Typ, der bei dem Bankraub im Intro geholfen hat. Ich hoffe, man hört es überhaupt, weil ich habe es sehr leise gestellt. War ein bisschen blöd vielleicht. Okay. Da. Ups. Habe ich sie aktiviert? Von da hat er angerufen, beziehungsweise da treffen wir uns jetzt. Karre hier fand ich ganz schön. Ich habe mich inzwischen an das Autofahren gewöhnt. Und ich denke mal, so schlecht fahre ich gar nicht mehr Auto. Wir parken einfach mal hier. Und ich schalte gerade mal den Profiler aus. Wir rennen jetzt einfach mal da rein. Ich hatte mit dem Auto so reinzustürzen. Sieht ja nicht schön aus. Aber das geht wahrscheinlich gar nicht hier. Was bist Dame. Du ein kluger Junge? Drinks gehen auf mich. Damien. Hast mich vermisst? Du hast meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier, Damien? Bist du mal so ernst, Aiden? Mein Gott, wirst du denn nie locker? Ich will meinen Partner zurück. Ich am Computer. Du, da draußen bei der Männerarbeit. Ich will dir helfen. Wir wollen beide dasselbe. Antworten. Wer griff uns an? Und ich weiß zufällig, du steckst fest. Ja, schon klar. So, ich bringe eine frohe Botschaft. Das Merlot. Das Merlot.
Die Merlot-Sache hast du versaut. Bullshit. Du bist aus einem perfekten Plan ausgestiegen. Es wäre nicht aufgeflogen, hättest du zu mir gehalten. Ein kleines Mädchen. Meine Nichte starb, weil du zu weit gegangen bist. Oh, wie süß von dir. Machst mich für deine Familienprobleme verantwortlich. Damien ist zu weit gegangen, er hat die bösen Männer wütend gemacht und ich... Was ist mit dir? Du bist nicht der Einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Die haben mir alles genommen. Siehst du es nicht? Das ist unsere Verbindung. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet. Tja, das mag sein, Damien. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist, ich dich nicht. Hau jetzt nicht ab. Das ist eine Spur. Danke für den Tipp. Ups. Okay. Ich hab's aufgeschrieben. Er brachte mir bei, Programmschwachstellen zu finden und zu nutzen. Und ich brachte ihm bei, dasselbe ohne Computer zu tun. Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Wir waren ein starkes Team. Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr an ihn. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ich muss wissen, was im Merlot passiert ist. Akt 1, danke für einen Tipp. Skillpunkt erhalten. Fähigkeitenbaum. Mal schauen. Wir haben 2 verfügbare Skillpunkte. Müssen wir mal gucken. Profiloptimierung ist das. Ich habe mir sagen lassen, dass hier diese Geldautomaten Hacker-Bonus, Boost Plus scheinbar ziemlich hilfreich wäre. Was halt da. Was ich aber gerne machen würde, ist hier Energiefeld hinzukaufen. Ups, das war ja so. Nämlich das bringt, dass das habe ich nie benutzt bisher, weil ich nie so viele Sachen hintereinander gehackt hat. Unten links sieht man ja diese Batterieanzeige. Wenn man irgendwas hackt, geht das von dieser Batterie runter. Wollen wir mal so ein Verbrechen nebenbei machen? Wie viel? Ja, wir machen das Verbrechen jetzt noch. Wir bekämpfen das Verbrechen und dann. Aber ich war eigentlich noch gar nicht fertig mit dem Skillspiel, stimmt ja. Kann ja theoretisch noch einsetzen. Was ist denn das hier? Hochbahnsteuerung. Das möchte ich auch mal machen. Das ist eigentlich auch recht effektiv. Aber wenn wir ihn kriegen, nehmen wir den Wagen da vorne. Der sieht nämlich um einiges besser aus, finde ich. Raus! Frag mich. Mit 61.000 Dollar im Jahr kann er sich so eine Karre leisten. Das ist doch quasi ein Jahresgehalt. Was hat er denn bitteschön für eine... wovon lebt er denn bitteschön? Also dieser Damon, der wirkt auf mich schon ein bisschen verrückt, weil... Scheinbar möchte er irgendwie wieder einsteigen und... Ja, irgendwie... Ich find's ein bisschen komisch. Und dass er meint, dass... Weil er scheinbar irgendwie... sein Bein verloren hat oder irgendwas am Bein hat. Eine Behinderung hat. Ja. Dass es über dem Leben der Nichte stehen würde. So. Verbrecher-Konvoi. Wie war das? Jetzt muss man noch den Profiler aktivieren oder muss man erstmal hier das Verbrecher-Konvoi starten? Die Kerle handeln mit Organen. Ich weiß, wie das läuft. Aufschneiden, Organe rausnehmen und sterben lassen. Wird mir eine Freude sein, die Typen auszuschalten. Ach so, ich hatte das jetzt verwechselt.
Stoppen Sie die zwei Personen. Ich kann nicht mehr lesen. Stoppen Sie die zwei Personen und machen Sie irgendwas. Scheiße, jetzt habe ich es nicht mehr. Wahrscheinlich ausschalten. Ich stark danach raus. Warte, nächste. Nicht die hier, sondern gleich die rechts. Ups. Rufbürger, Gott. Nur weil ich außerdem ein paar Leute überfahren habe. Den Typ muss ich niederschlagen. Okay. Aussteigen. Okay, nicht die beste. Niederschlagen heißt wirklich niederschlagen. Ich dachte, niederschlagen heißt. Ach so, okay. Ist mein Wagen noch da? Mein Wagen ist weg. Hey, pass auf! Nicht so gut. Brauch irgendeinen Wagen. Komm, du hier. Hier, dich will ich. Dein Wagen ist so geil. Den muss man ja mögen. Aber jetzt sind die schon weiter. Okay, ich glaube, so werde ich. Ich glaube, ich kann da vorne so eine Art Straßensperre machen. Das ist nicht schlecht. Einfach hier geradeaus. Ich mach das einfach hier. Wir wollen die ja lang. Einfach die ganze Straße. Warte schon mal hier kurz. Ich vielleicht nochmal. Mit dir weiter. Das ist mein Auto. Dumme Drecksau. Okay. Jetzt warte ich hier. Mir ist auch gefallen, in dem Polizei gibt es. Hier in dem Spiel gibt es wirklich nur Polizei. Wenn man was macht. Den Typen da hinten muss ich niederschlagen. Aber ich muss zwei Leute niederschlagen. Das glaube ich jetzt nicht. Okay, er hat eine Waffe, er hat eine Waffe! Das ist der. Was ist das für ein Hinterwäldler denn bitte? Oh Gott! Warum? Scheiße, Mann! Ich versteh's nicht. Oh. Genau das. Aha. Das ist doch richtig krass. Hey, gut. Komm, dein Wagen krieg ich. Dein Wagen krieg ich. Raus hier. Okay. Ruhig bleiben, Mann. Ganz ruhig. Vielleicht muss ich die doch mal ein bisschen mehr verfolgen. Mache ich jetzt einfach mal. Fahr in seinen Wagen! Okay, ich glaube, es läuft gerade schon. Bis zu Fuß, das ist unsere Chance. Komm, FF. Ja, ich habe ihn niedergeschlagen. Oh Gott. Ich weiß nicht. Woher schießen die? Da vorne sind die. Da. Da müsste noch einer sein. Okay, scheiße, jetzt habe ich einen Zivilisten gemacht. Das weiß ich natürlich nicht. Okay. Komm, ich pisch mich an den ran. Hier müsste noch einer stehen. Gut. Haben wir den nächsten? Wir sind im Arsch! Ja. Komm niederschlagen. Soll ich irgendwas machen jetzt? Warte, ich töte die doch wieder. Okay, wir fangen im Loop. Mission beendet. Ich würde sagen, das war die Abschlussmission. Oh Gott, scheiße. Okay, wir sollten vielleicht doch nochmal hier kurz wegfahren. Wir müssen diese CTO. Ja, ups, das war das Falsche. Moment, hier gibt es ein technisches Problem.
Ja, schön. Ich hab den mal unterbrochen. Ach, wir kommen aber gleich in den nächsten rein. Ich frag mich immer, wie die denn gemacht werden. Okay, jetzt dürfen wir aber in keinen mehr reinkommen. Scheiße. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, oder? Gut, die sind gleich durch. An alle Einheiten, wir haben ihn verloren. Der Scan war nicht. Schön, schön, schön. Okay. Das war jetzt die Abschlussmission für den Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Schönen Tag noch. Tschüss.